Willkommen zurück zu Dark Souls. In diesem Part, am 1. Mai, wo ich es aufnehme, werden wir ein bisschen Backtracking betreiben. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, was ich gerne nachschauen möchte, beziehungsweise erledigen möchte. Und fangen wir gleich mit dem Schwierigsten an für mich. Und zwar gibt es hier einen Hund. Den wollte ich jetzt eigentlich weniger. Es gibt auf jeden Fall einen Turm. Ich glaube, da muss ich aber auf die andere Seite. Von daher lassen wir das erstmal. Gehen wir erstmal auf die andere Seite. Denn ich möchte unter anderem das Katana haben. Das heißt, wir kümmern uns mal um den netten Kollegen. Ich bin bereit. Du Mistkämpfer raus. Au. Oh Gott. Er ist schnell und stark. Das habe ich doch am liebsten. Und ich bin schwach und nutzlos. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht drunter fliege. Klar, man kann den auch irgendwie runterkicken. Wie war das? Ich will es gar nicht erst probieren. Alter, ist der schnell! Ja, der fängt schon mal gut an. Schon der erste Tod hier. Oh, Schirdinski, das ging schnell. Dann, wir haben, glaube ich, eh nicht genug Seelen gehabt, also nicht viele. Daher schaue ich mal, wo der andere Weg war. Also hier, genau. Irgendwo war ja noch ein Weg, den wir gehen können. In den Hintergärtchen sozusagen. Und da möchte ich jetzt erstmal hin. Genau, dann gehen wir mal noch hier hoch. Weil ich habe beim Kumpel im Stream dann gesehen, dass da was Liebliches ist, was ich gern hätte. Genau, da bräuchte man einen Schlüssel, aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie man da weiterkommt. Die Leiter hätte ich ja runternehmen können. Das habe ich schon mal nicht mitgenommen. Interessant. Wenn ich jetzt nur wüsste... Ah ja, hier. Es wird jetzt wegen dauern. Weil man muss auf den Baum springen. Und dann irgendwie ist es hier hoch. Und ja, das wird jetzt wegen Zeit dauern. Aber machen wir einen schnellen Durchlauf, habe ich gehört. Ja, okay, das hat relativ gut funktioniert tatsächlich. Heimatknochen. Aber es ist nicht der Stuff, den ich gerne hätte. Wir schauen uns erstmal noch weiter um. Wir gehen dann hier irgendwo die Treppe nach oben, genau. Aber wir will noch schauen, ob hier noch irgendwie was war. Aber ich... Ja, ja, du kommst später dran, mein Freund. Du kommst später dran. Ne, hier ist nichts mehr. Von daher möchte ich jetzt gerne mal die Treppe nach oben. Weil da ist ein schönes Geheimnis. So. Bam, 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 bam. Ich will jetzt mal den Loot. Schöne Ästescherbe. So. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. Man kann nämlich ein paar Sachen ablegen. Eine schwarze Feuerbombe beispielsweise. Ja. Hast du Bock? Nein? Willst du nicht? Ich hab gedacht, da ist der Bock drauf. Ich geh trotzdem mal kurz raus. Vielleicht hat er ja trotzdem Bock. Weil laut Anleitung sollte mir eigentlich dann irgendwelche Scherben geben. Mal schauen. Oh, diese göttliche Musik. Aber dieses Anmelden, das dauert immer 100.000 Jahre. Ja, okay, geht sogar. So, schauen wir mal, ob sich da jetzt irgendwas getan hat. Ob ich da ein wenig Loot bekommen habe. Ansonsten würde ich noch das mit dem Siegbräu machen, was ich bekommen habe. Moin, moin.
Ja. Das ist irgendwas, aber nix. Komm nur, ey, Vogel, du hast mir einfach meine Bomben gerippt hier. Dann versuchen wir es noch mit dem Siegesbräu, wo auch immer der ist. Ist das ein Spezial-Item? Eigentlich nicht, ne? Erstes Flagge. Ah, damals. Sehr zufrieden. Ah. Ah, man kriegt es gleich, oder was? Weil das sieht nach Ausrüstung aus. Oh, meine Freunde. Jetzt wird gepraised! Jetzt bin ich ready für diese Scheiße. Habe ich mal einen gescheiten Helm oder tumpel ich da immer noch mit den zwei rum? Nee. Also richtig, heiter, heiter. Was ich jetzt noch schauen möchte, habe ich noch so ein ne, wie ist das? Göttlicher Segen? Habe ich mir jetzt nur mal auch so aufgeschrieben, aber ich weiß nicht, ob ich das überhaupt habe. Ich weiß nicht, ob du so einen jungen Zweig haben willst. Können wir auch mal kurz versuchen. Ne, ich glaube nicht. Nein, nein. Ja, kann ich es wieder wenigstens mitnehmen? Hier gibt es auf jeden Fall noch eine scheinbare Wand. Die machen wir auch noch kaputt. Und holen uns einen wichtigen Ring, den ich gerne hätte. Yeah. Denn der silberne Schlangenring. Die Tastensteuerung, ne? Was tut man da weg? Er generiert TP mit Folgeangriffen. Naja. Mehr TP für besiegte Gegner. Wunderbar. Aber noch irgendwas? Ich denke aber nicht. So, damit hätten wir doch schon mal ein bisschen was abgehakt. Dann gehen wir. Ich denke zum Samurai. Versuchen nochmal unser Glück. Schauen wir doch einfach mal, ob die zweite Runde besser ist. Meistens ist ja 1 zu 1 steht es dann immer. Jo, ich würde da auch gern durch. Liebes Spiel! Hallo. Okay. Spiel sagt nein. Ah, ja. Weiß nicht, was das jetzt war, aber es war irgendwas. Ups, falsche Richtung. So, mein Freund. Ich hätte vielleicht die erste Scherbe benutzen sollen, bevor ich den zum Duell auffordere. Naja, schauen wir mal. Zeit für Duell! Der ist aber auch fucking stark, ne? Geh weg, blöde Kuh! Wie ein Samurai, ey. Die Hand ist schon an der Klinge hier. Yeah! Spüren Sie den R2, Mister! Spüren Sie es! Das wird nix. So, geht doch. Und er ist down! Uchi Katana. Merci! Wie ist denn das eigentlich von den Werten her? E und C hat Blutungsschaden. 115 plus 18. Das Problem ist, diese Katanas, die machen halt permanenten Schaden. Weiß da nicht, ob ich das nehmen möchte. Dann machen wir jetzt mal mit dem Breitschwert weiter. Da ist auch noch Blut. Ein Schildchen. Sagen wir jetzt nicht, das ist auch ein. Naja, das stimmt, da war ein Gegner. Ich vergaß. Yeah, deine Seele. Sie ist weg. Wollt doch jetzt nur mal gucken, ob da.
Okay, ist nur ein 55er physischer Blockschild, von daher, naja. Ist das jetzt nicht ganz so wichtig. So, dann möchte ich gern ins Stadtgebiet wieder, also beziehungsweise ins Anfängergebiet, wo ich ganz am Anfang war, wo das Spiel begonnen hat. Weil hier haben wir noch einen Gegner, wo ich am ersten Teil gesagt habe, so gut bin ich noch nicht, den machen wir jetzt mal noch nicht. Aber ich denke mal, mittlerweile sind wir stark genug, dass wir den uns anschauen können. Da geht mir noch dahin. Okay. Und dann schauen wir uns eventuell noch den Drachen an, der im ersten Gebiet war. Ob da noch irgendwie Loot ist. Na, 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 na. Moin. Ich gehe dann einfach mal vorbei hier, wa? Da kommst du. Ist das hier der richtige? Nö. Doch, müsste eigentlich. Müsste doch eigentlich der richtige Weg sein. Ja. Okay. Woohoo! Und zwar müssen wir hier nach links dann. Ah, da ist auch noch einer. Daneben, daneben! Huppala! Sind schon überall die Bahn hin. Müssen noch weiter nach links, ne? Das heißt, ich muss jetzt mal euch aufräumen. Entschuldigung. Ja, das sehe ich schon, die Seelen sind mächtig. Noch weiter nach links, beziehungsweise jetzt in der Ansichtssache nach rechts. Na ja, komm, mach mal den anderen weg, weil es sind ein paar Gegner noch. Da haben wir noch einen, links ist noch einer. So, lass mich nur jetzt, da sind schon die Hinweisschilde. Flieh, du Narre, renn weg! Praise the sun und lass mal Ruhe! Ich hoffe, Zügelritter verzeiht mir, was ich getan habe. Oh, ein Item. So. Ach, Eisschaden. Immer die blöden Eisschaden-Mechaniken hier. Ah, schön. Auf der Schwänzle hier. Na, spüren Sie es, Mr. Krabs? Spüren Sie es? Das war knapp. So, dann hätten wir den auch. Und wir kriegen eine Zitronenschuppe. Wunderbar. Dann hätten wir auch das erledigt. Dann noch eine Seele. Und das war's. Ja, das ging relativ gut. Aber hier oben noch irgendwie was? Nö. Wuhu! Aua. Ach komm, bist du im Wasser gelandet? Das muss doch jetzt nicht. So, dann geht. Wie gesagt, schauen wir uns mal das erste Gebiet noch einmal ein bisschen an, weil es gibt noch eine Treppe nach oben, wo ein Drache haust. Das möchte ich gerne noch einmal erkunden. Gehen wir jetzt erstmal zum nächsten Bonfire. So, wo will ich denn überhaupt hin? Ich weiß jetzt auch gerade nicht, wo das eigentlich war. Von daher nehmen wir mal den Weg. War wieder ganz am Anfang. Der Blitze Schweiz. Ja, mei, das ist ja fast wie der Hemme. So, und diesmal möchte ich gerne mal den Weg nehmen. Aber da war doch noch ein Bogenschütze. Genau, Hallöchen. Ich möchte gerne Ihren Tod sehen. Vielen Dank, eine leichte Armbrust. Dankeschön. So. Was haben wir denn hier Hübsches alles? Ein Doggy haben wir schon mal. Wo ist der Krokodok? Yeah. So, sonst. Merkt euch eins: Doggies sind nie allein. Mindestens noch ein zweiter immer.
Bleib da oben, war ich auch noch nicht. Komm! Ausdauer. Die Ausdauer ist noch nicht ausdauerhaftig genug. Au. Nein, 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 nein. Noch eine Armbrust. Damit fangen wir erst gar nicht erst an. Bogen, sehr schön. Damit kann man auch einen Drachen schießen und so weiter. Wahrscheinlich. Soll denn er. Ich weiß gar nicht, wo der Drache ist. Er sollte doch irgendwo in der Nähe sein. Wahrscheinlich ist er jetzt nicht getriggert, sondern kommt dann erst, wenn ich leiten möchte. Wenn ich dann da bin. Naja, wir gehen einfach mal weiter. So, du lässt mich einfach in Ruhe, dann gehe ich ja auch hier weiter. Erstmal schauen, ob da überhaupt ein Aufzug da ist. Nicht, dass ich in die Tiefe fall. So. Wo sind wir denn hier? Ach, das ist der Shortcut, den ich freigeschalten habe. Da bin ich, okay. Ja, wo kommt die jetzt alle her? Au. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich hier oben war. Schauen wir mal. Ne, da war ich definitiv noch nicht. Eine kleine Seele. Will jetzt da jetzt noch jemand kommen? Ja, stimmt, da ist ja der Fettwanz. So, ich hätte erstmal das Item. Randale! Das war nix. Das habe ich jetzt schon gemerkt, dass das nichts wurde. Moin! Hoppala! Autsch! Ich hatte Respekt vor dir! Dann habe ich gemerkt, dass du nicht viel Leben hast! Von daher stirb bitte! Ich frage, wie komme ich jetzt wieder da hoch? Wie komme ich da wieder hoch, hä? Kannst du das sagen? Auf. Da bin ich gedacht, dass er so schnell agiert. Na, natürlich dackelt der mir jetzt hinterher. Ja, das ist ein wenig ungünstig. Es ist ein wenig ungünstig. Wolltest du da was mit den anderen? Aua. Ich wenigstens Loot? Nein. Da geht wenigstens schön Backstep. Ja, das will ich wahrscheinlich nochmal von der anderen Seite dann ausprobieren. Naja, komm, machen wir mal gegen den Ritter. Jetzt habe ich wenigstens ein 100er Blockschild. Aua. Au. Du mit einem Blindschild? Nein, nein. Ich brauche erstmal ein bisschen Ausdauer. Ruhig Blut, mein Freund. Ich brauche erstmal die Ausdauer. Hehe. Wir haben uns beide zwar Schaden gemacht, aber. So, jetzt noch ein schöner Backstepper. Und das versiegelt ein Ende. Ich hätte eher deine Waffe, aber na gut. Geheimfahrt. Oh Gott. Ich habe vergessen, dass du ja auch existierst. Ja, hier unten haben wir ja schon wieder alles erkundschaftet. War vielleicht jetzt nicht die beste Idee, aber ich versuche mein Bestes. Falsche Richtung. Falsche Richtung ist niemals gut. Falsche Richtung. Jetzt bin ich wieder hier. Wahrscheinlich hüpft er jetzt auf. Ah ja, jetzt weiß ich, wie ich wieder dahin komme, wo ich war. Ja, hast du schön gemacht. Schön auf dem Budele.
Sicher. Viele Armbrüste, was ich heute kriege. Dann versuchen wir es doch noch einmal. So, ich will jetzt mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich von hier lieber springen soll oder eher von unten. Jeppala! Wunderbar. Ring der Opferung, okay. Jo. Ich habe aber trotzdem keine Ahnung, wie ich jetzt eigentlich zu dem Drache komme, wo ich gerne wollen würde. Von daher machen wir einen Cut und schauen wir später. Okay, ich glaube, ich habe ihn gefunden. So. Ich würde gerne erstmal gegen den Ritter kämpfen. Hm. Ja, er hat aber keinen Bock auf mich. Es ist völlig in Ordnung. Muss ja nicht sein. Das ist natürlich wieder geschlossen. So. Hallöle. Ich habe sie erwartet. Du hast ein hübsches Schiff, mein Freund. Yeah. Aua. Au. Das tut weh. Das macht man nicht. So unter Freunden. So. Schild ist. Nur weil ich gesagt habe, ein schönes Schild, aber schauen wir mal. Wir haben Gewicht von 5 und 100 physischer, weil ich glaube, der hat auch 100 physischer Schaden. Ein bisschen mehr Gewicht. Aber die Werte sind ein bisschen höher. Ja, komm schon, oder? Jawohl, für eines Mannes würdig. Ja, da war ja was. So, vor allen Dingen Feuer ist auf jeden Fall ziemlich nice jetzt, weil ich den eh für den Drachen jetzt brauche. Moin. Achso, stimmt. Ich weiß nicht, von wo aus der Drache jetzt schießt. Yeah. Kabam. Da habe ich gedacht, dass der euch auch alle abschießt, aber anscheinend noch nicht. Ah, da muss ich jetzt durchhören, oder? Kumabunga! Wenn der Feuerdrache kommt, sind wir alle froh. Ich brauche nicht von allen Seiten irgendwelche Gegner. Ja, dann habe ich schon kommen sehen, dass ich den nichts mehr kriege. So. Kannst du nochmal von unten schießen? Ich gehe nach oben. Gut. Autsch. Ich hätte gern den Loot. Aber wenn ich sterbe. Alter, der hat einen Pfeil im Kopf. Oh Gott. Ich muss da hoch. Ah, Mann. Loot. Werf ich jetzt mit. Ich will den Loot! Au! Trink, trink, trink! Jo! Ich hätte vielleicht die Tür erstmal aufmachen sollen. Ich hätte eventuell die Tür erstmal aufmachen sollen. Und dann hätte ich mich einfach dahinter durchsneaken können. So, genau, hier war mein Ausgangspunkt. Wir kommen hier auch relativ schnell, zügig hin, von daher sollte das eigentlich kein Problem sein. Entschuldigung, das ist ein Kampf zwischen Mann und Mann. Aua. Ach ja, ich habe ja 8000 Seelen. Die soll ich vielleicht jetzt nicht verlieren. Von daher heile ich mich lieber einmal mehr als zu wenig. Ja, das war wahrscheinlich der Shortcut. Na, jetzt darf ich gegen die alle wieder kämpfen. Gar kein Bock. Oh Gott, das wird wegen nervig. Ups. Du blitzt. Au.
Ja, da muss ich jetzt ein bisschen warten. Kann ich? Okay, ich renne einfach mal. So, dann höre ich jetzt mal auf dich. So. Dann würde ich gerne das erstmal aufmachen. Gut. So, ich sehe mal. Okay. Ah, okay. Ich will jetzt auf jeden Fall meine Seele erstmal holen. Wo sind denn. Oh Gott. Ich sehe natürlich am letzten Zipfelchen hier. Au, au. Meine Seele, ich will sie! Trink, trink. So, und jetzt raus hier. Zum Glück habe ich diese Feuerschadenresistenz. So. Okay. Dann gehen wir mal den originalen Weg. Ist hier irgendwo was Interessantes? Eine Kiste. Wenn das schon eine Nachricht ist. Angreifen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen... Hat doch auch nur ein Ding. Bevor ich angreife, mache ich erstmal die Tür auf, dass ich den Shortcut schon mal frei habe. Sollte ja eigentlich da sein, wo ich jetzt gerade eben war. Genau, da war der Ritter. Gut, dann hätten wir das schon mal. Alle guten Dinge sind drei zu sterben. Ach ja. Ich habe halt nicht viel Heilung, das ist vielleicht ein wenig ungünstig. Eieiei, die Kiste, die ist halt übelst brutal, die macht wahrscheinlich Zuschläge und ich bin es feiern. Und greifen sollte sie mich vielleicht auch nicht! Und der Kick ist auch berühmt-berüchtigt. Gut. Und down! Und wir bekommen... Macht das Dunkelschaden? Oh, was haben wir hier Schönes jetzt bekommen? Oh, geil. Oh, das ist aber auch nicht schlecht. Die macht Dunkelschaden. Macht halt schon fast 200 Schaden, ne? Im Gegensatz zu die, die ist jetzt bei 174. Schauen wir mal. Wie ist das Angriffsmuster? Geht eigentlich auch ziemlich klar. Das ist eine schöne Axt. Nehmen wir da jetzt mal mit. Und eventuell kann ich die sogar aufwerten. Was wir jetzt auch machen werden. Und dann beenden wir den Part. Ich habe nämlich ein paar Seelen. Die kann ich gerne benutzen. Wo war denn das Lagerfeuer? Es war da oben. Und dann haben wir eigentlich das, was ich eigentlich machen wollte, auch dann erreicht. Und außerdem haben wir noch eine Essensscherbe, die können wir noch dem Schmiederino, glaube ich, geben. Dann haben wir dann auch mal einen Trank mehr. Moin Moin! Auch mir geht's wunderbar. Yeah. Aber vielleicht noch eins, ne? Das passt soweit. Durchwirken. Was, wenn ich das Breitschwert durchwirken würde. Ja, die Axt könnte auf jeden Fall auch ziemlich interessant dann werden mit der Zeit. Schön, dass da sämtliche Werte runtergehen. Obwohl ich Attributbonus D auf D und Geschicklichkeit von E auf D geht. Und trotzdem bin ich schwächer. Also klar, wenn ich dann Level-Ups mache und so weiter, dann geht's schon besser. Guck, das ist doch so ziemlich nice. Da hat man zwar keine Skalierung mehr, aber... Aber ich glaube, mit der Axt kann man auf jeden Fall was machen. Und da verliere ich wahrscheinlich den Dunkelschaden, ne?
Ne, ich bleibe jetzt mal bei der Axt. Kann ich mit meinem Lieblingsschild irgendwas machen? Durchwirken? Ne, ich will mal bei 100 bleiben. Ich möchte verstärken. Ja, machen wir doch gerne hier. So, ansonsten kann ich leider nichts mehr machen. Ja, reparieren. Today, be careful. Prepare to get it. Hast du noch irgendwie was? Ja, du hast den einen Schlüssel noch, aber ansonsten... Oh, Moment. Aber 5000? Nur weil ich den Dude gekillt habe hier. Ne, ne. Da machen wir lieber ein paar Levels ab, lässt man noch. Berühren. Einmal Geschicklichkeit noch. Und machen wir mal ein bisschen mehr Leben. Dann schaue ich noch bei meinem Freundus, ob der mir vielleicht noch ein Level abgeben könnte. Beziehungsweise. Ah. Heavens. Da rollt er sich, der Boy. Na, siehst du. Darum habe ich dir ja auch die Knochen gegeben. Moin, hast du noch ein wunderbares Level up für mich? Ah, mein bester Freund. So, jetzt aber wie gesagt brauchen wir. Was? Kreuz? Nein. Okay. Bye bye. Ich hoffe, dir passiert nichts Schlimmes. So, ich habe mal vor 2-3 Parts gesagt, Pyromantie wäre eine Sache. Es ist ja schön, dass ich das gemacht habe. Ich muss nämlich das nur mit Zauber einklingen, wie das nochmal ging. Das glaube ich am Lacherfeuer konnte das machen. Ja. So. Feuerball jung! Yeah! Ja, das kostet gar nicht so viel. Ist nur die Frage, ob es halt auch Schaden macht. Gut. Aber ich würde sagen, 152 Seelen, das war's mit diesem Part. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ready? Yes!